betonen so das, was sie sagen, aber total scheiße, ja, weil der Körper einfach so verrät, hey, mir ist es wichtig, dass ich dich mit dem, was ich sage, mit diesem Nachdruck in meinem Gesicht überzeuge, weil eigentlich stimmt es nicht. Hi und hallo zum Video. Wie erkennst du Lügen wirklich? Im privaten Kontext hört man immer wieder Leute sagen, hey, wenn du erkennen willst, dass jemand lügt, dann musst du auf XY achten. Oder hey, ich habe gelesen, dass einen Lügner verrät. So leicht ist es nicht, wie du siehst, sind hier ein paar Sachen abgedeckt und wir können es nicht auf eine Sache festmachen. Es klappt nicht. Wir müssen immer schauen, wie verhält der Lügende oder der Verdächtige sich normalerweise, was es natürlich viel leichter macht zu erkennen, ob jemand lügt oder nicht die Wahrheit sagt oder unehrliche Absichten hat, den wir bereits kennen und von dem wir wissen, wie er sich normal verhält, oder ob es jemand ist, den wir eben nicht kennen, denn da brauchen wir dann erstmal tatsächlich eine Referenz, indem wir beispielsweise Sachen fragen, die wir schon wissen. Dein Name ist Thomas? Okay, er gibt die Antwort ja, du weißt, okay, so fühlt er sich wohl beim Ja, dann stellst du die nächste Frage und du wohnst da und da, ja, und irgendwann stellst du mal eine, die nicht stimmt. Wenn er dann sagt, nein, ich habe eins, siehst du, okay, also so sieht es aus, wenn es bei ihm ankommt, also dass es nicht der Wahrheit entspricht. Und ab dem Moment, wo du diese Referenz hast, kannst du einfach Behauptungen aufstellen, wenn es nicht der Wahrheit entspricht, dann weißt du tendenziell, okay, so hat er sich verhalten. Als es wirklich nicht gestimmt hat, was ich gesagt habe, und daraus kannst du dann eben weiterarbeiten. What the fuck? Scheiß drauf, wir gehen gleich direkt rein und fangen mit einem ganz tollen Namen an. Und zwar dem Pinocchio-Effekt. Leider wachsen Lügnern nicht so lange Nasen. Aber das Jucken, das Kratzen an der Nase, das ist ein klares Zeichen davon, dass jemand die Unwahrheit sagt. Kann man gleich noch mit anfügen, und ich das irgendwie oft erlebe, deswegen habe ich es damit hingehängt. Also ehrlich gesagt, so, ja, wenn man es dann noch betont, dass man es ehrlich meint, meint man es ganz, ganz selten ähnlich. Oder ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Das sind Sachen, die im Normalfall keinen aufrichtigen Hintergrund haben. Das heißt nicht, dass derjenige lügt, dass es 100% die Wahrheit sein muss, aber eine Lüge sein muss, aber es heißt auf jeden Fall, wenn jemand solche Formulierungen verwendet, dass er dich in diesem Moment manipulieren möchte und aber auch Informationen zurückhält. So, let's go. Was haben wir hier denn Tolles? Wir sind im Adventskalender. Häufiges Wegsehen. Und zwar nur, wenn derjenige sonst nicht oft wegsieht. Dann aber auch, und das hier ist allgemeingültiger, immer zu starrer Augenkontakt. Weil die Leute ja wissen, ganz unterbewusst, hey, jetzt wird von mir Augenkontakt erwartet, wegsehen könnte die Lüge entlarven und dann wird zwanghaft drauf geschaut, diesen Augenkontakt aufrecht zu halten. Ich habe es auch schon gesagt, 8 bis 10 Sekunden Augenkontakt sind im Bereich des Normalen. Also die ganze Zeit wegzuschauen, da kommt es dann auch nochmal ein bisschen auf die Richtung an, dazu später vielleicht noch mehr. Dann ist es alles im Normalbereich, aber wenn es richtig ist, starren oder zwinkern ist, dann möchte jemand dich überzeugen, ja, und das aktiv. Das heißt, er erkennt die Notwendigkeit, hey, hier darf ich keinen Fehler machen, denn sonst kommt es raus. Wenn er keine Lüge erzählt hätte, hätte er diese Notwendigkeit gar nicht erkannt. Das Verhalten wäre ein ganz anderes gewesen. So, wow, wir kommen bombenmäßig voran. So. Ah, einer meiner Lieblinge. So, jetzt er hat. Du fragst jemanden, hey, wie sieht die Wahrheit aus? Und derjenige geht gleich hoch mit der Stimme und sagt, hey, noch mehr Lieblingsreaktion ist erst die Stimme hoch und dann ganz tief wieder weiter. Das sind klare Anzeichen. Also da bist du schon relativ sicher aufgestellt, wenn du jemanden erwischst bei der Lüge. Deswegen geht die der Tonfall hoch, weil die Spannung auch die Stimmbänder starrer macht, deswegen geht es hoch. Dann checkt derjenige, dass es kein normales Verhalten ist und korrigiert und zwar deutlich weiter nach unten als normal. Wie ihr seht, wir bleiben beim Thema im Grunde. Abweichungen vom Normalverhalten, so verhält sich ja fast keiner.
Dann, und ist normal, mache ich auch, bin auch nicht der sprachlich-rhetorisch Geschickteste. Hier ist es. Aber es gibt das Maß, wieder verglichen mit dem Normalverhalten der Person, wo es dann auffällig viel wird. Ich glaube, das hängt mit unserem Hirn zusammen. Wir reden dann schon drüber, was wir eigentlich gerade erst noch konstruieren müssen. Das sind so längere, fortlaufende Lügen, wo so eine Geschichte draus wird, wo man gerade vielleicht diskutiert. Da fällt sowas dann oft mal auf. Ja, und Lückenfüller. Diese Dinge sind so kacke. So Mini-Magnete. So, Winden oder Zappeln. Auch ein Klassiker von ich bin nervös, vielleicht werde ich jetzt gleich erwischt. Da zappeln die Leute dann immer rum. Oder ich finde fast, das sieht man öfter, dieses bisschen auf dem Stuhl hin und her winden, Position wechseln, runterschauen, Arme, da komme ich dann später noch dazu. Vielleicht geht es ja so. Oh, falsche Seite. Haha, Lifehack. Ah, auch ein ganz toller Indikator für zurückgehaltene Fakten sind die aufeinandergepressten Lippen. Kann aber halt auch sein, dass das bedeutet, hey, du hast hier deine Frau gerade im Streit geärgert und sie würde gern zu dir sagen, du kleiner Wichser, aber macht's nicht und presst dich deswegen die Lippen zusammen. Wie gesagt, nie isoliert betrachten. Im Normalfall würden NLP-Experten sagen, bedeutet das, wir halten Fakten zurück. Unsere Hände sagen sehr viel über uns. Und das ist aber auch, finde ich, jetzt zu arg, um da wirklich einzutauchen. Prinzipiell kann ich sagen, solange ich meine Handflächen öfter zeige, rede ich offen, rede ich frei, fühle mich wohl. Ja? Wenn die Handflächen weggehen, nach unten gehen, vielleicht sogar eingeschlossen werden, gerieben werden im allerschlimmsten Fall oder gezwickt, geknaubelt oder wie das heißt, dann ist es die Lügen bzw. Nichtwahrheit bzw. ich fühle mich gerade nicht wohl. So, was haben wir hier? Ich bin gespannt, ich weiß genau, was da steht. Oh, auch cool, passiert aber nicht vielen Leuten, das muss man auch sagen. Manche werden rot ein bisschen und manche werden auch tatsächlich bleich so. Bleich ist dann aber eher, wenn es um was geht, Polizeiverhör. Und ihr glaubt mir nicht, dann werde ich bleich, manchmal auch tatsächlich schlecht. Den Begriff habe ich selber überlegt. Der Körperknoten. Das wird erst so aus Abwehr meistens. Also da fängt es eigentlich schon an. Ja, Abwehr, ich verschließe mich dem, was du sagst, gegenüber. Ob es stimmt oder nicht, ja, das ist ab diesem Moment tatsächlich meist egal. Und dann hängt man das dann noch irgendwo ein oder klemmt noch den Fuß drum. Irgendwo wird dann nochmal verbogen oder die Finger noch dazu. Der Körperknoten. Das kommt, weil die Leute, die eben lügen und in dieser unangenehmen Situation sind, wo sie jetzt erkennen, ich muss diese Lüge weitermachen, Energie rausladen müssen, angestaute Energie. Ja, weil ich muss ja das, was ich im Grunde erzählen möchte, mir erst überlegen und da entsteht ein Rückstau. Und deswegen zappeln die Leute auch oder winden sich und dann Extremform eben Körperknoten. Körperknoten können auch ganz im Kleinen sein, finde ich. Hier im T-Shirt drin, einen Knoten reingemacht. Deutliches Zeichen, ich bin angespannt, hier passt irgendwas nicht. So, falsche Seite. Oh! Die Politiker, die man heutzutage sieht, wenn die auf ein hohes Stabsmitglied zulaufen, dann schütteln die manchmal mit beiden Händen die Hände und umschließen die Hand des Gegenübers so. Das ist kein Zeichen für eine Lüge per se. Das ist eher so hingerotzte Unterwürfigkeit. Dass man ihm bloß keine falschen Absichten unterstellt, also keine bösen Absichten. Das ist dann eher so dieses, ich nehme deine Hände so mit beiden Händen. Ja. Ist aber auch, das ist eine Kultursache auch tatsächlich. Kann auch tatsächlich Unterwürfigkeit bedeuten. Aber in den meisten Fällen hier in dieser westlichen Welt hast du es mit jemandem zu tun, der dich versuchen möchte zu dominieren, die Oberhand zu gewinnen und eben deine Position runterzuspielen, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass jemand Intrigen spielen könnte. So,
Nee, vorletztes. Ach, das ist super. Das ist ganz toll. Ja, dann erzähl doch mal, wie war das da? Und die Augen, ja, also da war das und da in dem Detail und dann um die Uhrzeit kam der und der noch so irrelevante Details und die Augenbrauen hochgezogen. Ja. Echte Überraschung, das spielt viel mehr mit rein, da runzelt sich die Stirn, aber manche Leute, ich kann es glaube ich gar nicht, ziehen ihre Augenbrauen extrem hoch, spannen hier die Haut und betonen so das, was sie sagen, aber total scheiße, ja, weil der Körper einfach so verrät, hey, mir ist es wichtig, dass ich dich mit dem, was ich sage, mit diesem Nachdruck in meinem Gesicht überzeuge, weil eigentlich stimmt es nicht. Ich hätte es nicht nötig, wenn es einfach stimmen würde. Wenn du aber jemand bist, der schon 200 Mal mit dem gleichen Scheiß angekommen ist, beispielsweise, du bist eifersüchtig, ja, und kommst immer mit dem gleichen Scheiß an und sagst, ich habe nichts gemacht, dann kann das auch ernst gemeint sein. Dann musst du reflektiert sein. Beziehungsweise empathisch, du kennst ja auch nicht jede Situation. Vielleicht hat jemand sowas schon manchmal durch und reagiert deswegen immer so. Deswegen Abweichungen vom Normalverhalten, immer das Normalverhalten in Bezug setzen. Und das vielfache Zwinkern, ganz stark. Ich sitze im Besuchsraum, 2000, ach, schon ewig her natürlich, der JVA Weiden, der damalige Frau besucht mich. Und ich sage, und bist du brav zu Hause? Und sie zwinkert ganz schnell mit den Augen und schaut so kurz weg, fängt sich sofort wieder und redet normal mit mir. Ich konnte es damals nicht zuordnen, es war ein ganz, 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 ganz klares Zeichen für Bam, Überraschung, Scham, alles auf einmal, Blick nach unten, Geschichte konstruiert, Blick nach oben, wieder Kontakt aufgenommen und dann bababababab mit hochgezogenen Augen. Also da ging es dann auch richtig ab. Das war das Paradebeispiel. Wäre für jeden Profiler gut gewesen. So. Ein Schwank aus meinem Leben. Hier möchte ich dazu sagen, wenn du keine Übung hast, wirst du oft falsch liegen. Es ist nie eine einzelne Sache. Es sind immer Abweichungen vom Normalverhalten. Und ich sage dir eins, schau doch mal deine Körpersprache an. Wie verhältst du dich? Wann haben dir vielleicht schon mal Leute unehrliche Absichten unterstellt? Wie ist es im Verkaufsgespräch? Glauben die Leute dir, dass du denen auch was bringst, weil du das denen sagst, oder schwingt da was Komisches mit? Wo ist deine Rhetorik dran schuld, wo deine Mimik, deine Gestik, etc. Es gibt noch weitere Anzeichen, ganz, ganz viele. Aber das ist mal ein realistischer Überblick, fällt mir noch dazu ein. Offensichtlich nichts Gescheites, also bis zum nächsten Mal, bye bye.